Heute möchte ich gerne eine persönliche Geschichte erzählen, und zwar von dem Persönlichsten, was jeder hat, das ist der eigene Name. Heute möchte ich vom Namen meines Namenspatrons Paulus erzählen. Darum habe ich heute auch eine rote Krawatte an, weil er ein der Erzmärtyrer ist. Darum habe ich heute hier einen kleinen Schatz, den mir vor Jahren geschenkt worden ist, mitgebracht. Mit zwei kleinen Knochensplitter drin. Und dahinter steht Pauli Apostolo, hinten in einem alten, leider fast schon zerbrochenen Siegel. Weil ich möchte es einfach ernst nehmen, was wir glauben, dass Paulus, dass er kein Phantom war. Paulus war eine historische Gestalt. Paulus, dem wir diese wunderbaren Briefe verdanken, dem wir aber die Missionierung des ganzen westlichen Mittelmeerraums verdanken. Paulus war jemand, ein Mensch aus Fleisch und Blut, der hat gelebt und der ist gestorben. In Jerusalem hatten wir in der Nähe der Stephanuskirche gewohnt. Das war die Stelle, wo Stephanus gesteinigt wurde, wo Paulus dabei stand und die Kleider bewacht hatte. Der Ort ist allerdings umstritten. Und darum habe ich mich oft gefragt in Jerusalem, wo ich seine Wege gekreuzt habe. Diese Frage lässt sich hier einfacher beantworten. Auf diesem Stück dieser Römerstraße heißt es, das waren die letzten Meter, die Paulus auf dieser Erde gegangen ist. Da vorne, wo jetzt die Kirche steht, da ist er enthauptet worden. Wer heute allerdings im Internet ein bisschen herumsurft, erfährt er auf sehr vielen Stellen, dass Paulus angeblich eines natürlichen Todes gestorben sein soll. Ich stelle es mir vor, im Bett mit einer Wärmflasche, Altersschwäche. Aber diese Annahme und diese Behauptung steht im Gegensatz zu 2000 Jahren der Tradition. Sie steht auch im Gegensatz zum ersten Zeugnis über das Martyrium des Paulus. Das ist der erste Clemensbrief, wo es im fünften Kapitel heißt, dass vor kurzem Petrus und Paulus ihr Leben hingegeben haben für Jesus Christus. Clemens war der erste Nachfolger des Apostels Petrus. Er war der zweite Papst. Und dieses Dokument sollten wir besser nicht ohne weiteres beiseite tun, sondern ernst nehmen. Wir sollten aber auch ein zweites ernst nehmen, und das sind die sogenannten Ortstraditionen. Und da stehen wir jetzt davor. Hier gibt es eine sehr, sehr frühe und sehr alte Tradition, dass Paulus hier getötet worden ist, dass er hier enthauptet worden ist. Und es gibt aber heute einen allgemeinen Generalverdacht gegen alle Traditionen, gegen die Überlieferung im Einzelnen und im Allgemeinen. Aber wenn ich persönlich von mir spreche, dann weiß ich haargenau, wo mein Vater vor über 50 Jahren gestorben ist. Ich könnte die Stelle zeigen, wo er vom Fahrrad gefallen ist und kurz danach tot war. Mein Vater war kein Apostel. Aber wenn er ein Apostel wäre, ich hätte dieses Wissen sicher in dem Dorf, wo ich herkomme, weiterverbreitet. Und dieser Ort würde nie vergessen werden. Und davon können wir ausgehen, dass es bei den Aposteln war, der sehr viel mehr, Paulus kannte sehr viele Menschen als mein Vater. Er hatte sehr viele Menschen in Kontakt gehabt. Er war hier kein Nobody in Rom. Und darum können wir uns eigentlich darauf verlassen, dass er wirklich diesen Schritt, diesen letzten Weg hier genommen hat. Und dass es wahr ist, dass er hier getötet wurde. Und hier fangen wir heute darum unseren Weg an. Und hier kommen wir nachher zurück zu der Stelle, von der es heißt, da ist er geköpft worden. Auf die Spuren des Apostels Paulus sind wir nun hier an diesen Ort gekommen, an dem die Apostelgeschichte endet, wo es heißt, am Schluss wohnte der Apostel Paulus volle 2 Jahre in seiner Mietwohnung und empfing alle. Und er verkündete hier die Ankunft des Reiches Gottes mit großer Kraft. So hört die Apostelgeschichte auf. Er war in seiner Mietwohnung, er war praktisch ein Gefangener, das war Hausarrest. Diese Kirche heißt San Paolo in Regola oder alla Regola. Das Wort kommt nicht von einer Regel, das stammt von Arenulam. Arenulam, da steckt das Wort Sand drin, Arena. Und hier, nicht weit von hier, ist das Tiberufer. Damals, heute befestigt, damals war es ein sandiges Tiberufer.
Hier war also das Viertel, wo Felle gegerbt wurden, wo sie gewaschen wurden, wo Leder verarbeitet wurde. Das heißt, hier war Paulus in dem Viertel, wo er seinen alten Beruf ausüben konnte, als Zeltmacher. Außerdem ist da vorne das Ghetto, nicht weit von hier. Auf der anderen Seite des Tibers liegt Trastevere, wo auch damals ein jüdisches Viertel war. Das hat sich bis heute gehalten und Paulus hat sicher im jüdischen Viertel gelebt, weil er kam ja als Jude hin, er ist ja auch als Jude gestorben. Und es gibt im Grunde für diesen Ort keine Konkurrenz, wo Paulus die letzten 2 Jahre seines Lebens verbracht hat. Hier sind wir nun an dem Urgrund dieser schönen Kirche angelangt. Das ist eine Franziskanerkirche aus dem Barockzeitalter. Wir sehen auch, es geht hier tiefer. Hier ist das Fundament dieser Kirche. Und dieser Raum ist schon im 4. Jahrhundert vom Papst Silvester mit einer ersten Kirche überbaut worden. Nach den Christenverfolgungen, also überhaupt die Christenkirchen errichtet wurden. Hier oben sehen wir, dass dieses Haus vom heiligen Apostel Paulus das Hospitium et Schola war, also die Herberge und sein Lehrhaus. Hier hat er empfangen, hier hat er Briefe geschrieben, hier hat er gearbeitet. Es wird angenommen, dass er hier den Brief an die Epheser geschrieben hat, an die Philipper, an die Kolosser und an Philemon. Er hat keinen einzigen von diesen Steinen gesehen, aber hier war der geometrische Raum. Was von Paulus übrig geblieben ist, ist natürlich seine Lehre. Über dem Hauptaltar gibt es 3 schöne Fresken, die vor kurzem freigelegt wurden. In der Mitte, das zeigt die Bekehrung des Paulus vor Damaskus. Links zeigt ihn, wie er in Rom lehrt und rechts zeigt, wie er enthauptet wurde. Mit dem Satz darüber, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Aber Paulus ist nicht allein geblieben. Wahrscheinlich hat keiner mehr Anhänger in der ganzen Welt hinter sich versammelt als Paulus, der die Lehre Christi in die ganze heidnische Welt getragen hat, hier in der Hauptstadt des römischen heidnischen Weltreiches. Und es gibt hier 2 sehr schöne Sätze, die von ihm neben dem kleinen Altar da angebracht worden sind. Der linke Satz heißt, wegen Proptos Pem enim Israel Catena hac circumdatus sum, wegen der Hoffnung Israels liege ich hier in Ketten. Und rechts daneben steht aus einem Brief von ihm, sed verbum Dei non est allegatum. Aber das Wort Gottes lässt sich nicht fesseln und anketten. Das Forum Romanum, wo wir uns hier befinden, war für viele Jahrhunderte lang das Zentrum des Römischen Reiches. Es war der Mittelpunkt der damals bekannten Welt. Und das erklärt auch, warum der Apostel Paulus und Petrus beide in geheimnisvoller Fügung und Führung nach Rom kamen, aus Jerusalem, aus der Peripherie des Reiches. Weil nur von diesem Zentrum her ließ sich die damals bekannte Welt christianisieren und konvertieren. Paulus hatte seine große Stunde hier aber nicht, wie in Athen oder wie in Korinth auf den großen berühmten Foren, sondern hier unterhalb des kapitolinischen Hügels, im schlimmsten Kerker der Stadt, im Mamertinum, in einem Grab zu Lebzeiten. Hier sind wir nun in der Endstation des Apostels Paulus in Rom angekommen. Im berüchtigsten Gefängnis der Hauptstadt. Gefängnis ist schön gesagt, das war ein grässliches Zuchthaus. Es war der älteste Bau der Stadt. Wir sehen hier diese Tuffsteine. Es wird gesagt, dass vom König Tullius in vorrepublikanischer Zeit, also 500 Jahre vor der Zeitenwende, gegründet wurde. In diesem Gefängnis wurde der Gallier Vercingetorix erdrosselt. Hier wurde der König Jugurtha erdrosselt. Und hierhin kam auch der Apostel Paulus nach seinem letzten Prozess hier irgendwo draußen im Forum, wo wir nicht mehr genau wissen, wo es war, und aus seiner Mietwohnung im jüdischen Ghetto. Und hier war wohl die letzte Zeit des Apostels Paulus, der den Brief an Timotheus geschrieben hat, wo er schrieb, meine letzten Tage sind gekommen, ich habe den Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und er wartet auf die Siegeskrone, die ihm bereitet ist.
Hier war auch Petrus gefangen gehalten, nach einer sehr alten Tradition. Und es wird gesagt, dass sich hier in diesem Haus Petrus und Paulus zum letzten Mal getroffen haben, nach ihrem ersten Zusammentreffen in Jerusalem. Auf jeden Fall können wir sagen, dass hier im 4. Jahrhundert vom Papst Silvester diese erste Kirche in Rom zu Ehren von Petrus und Paulus gebaut worden ist. Und damals wurde der Festtag festgelegt für die beiden, der 29. Juni. Das war aber nicht ihr Todestag, sondern der 29. Juni war der Festtag der mythischen Stadtgründer Roms, Romulus und Remus. Und unter Kaiser Konstantin wurde dieser Tag nun ersetzt durch den Festtag der beiden Gründer des neuen und christlichen Rom. Aber sie hatten nicht hier in diesem Raum, den wir jetzt sehen, bei Licht und Sonnenschein überlebt, sondern die Gefangenen gingen durch dieses Loch, wurden sie hinabgelassen und hinabgeworfen in einem restlichen Abgrund. Und hier ist nun das allerletzte Loch, der allerletzte Abgrund für den Apostel Paulus, der da vorne, wie es heißt, an diese Säule angekettet war, mit Petrus. Sehr alte, antike Ketten von Petrus und Paulus werden noch in zwei Kirchen in Rom verwahrt, in San Pietro in Vincoli und in Paul vor den Mauern. Und wir können uns vorstellen, was es für ein stinkendes Loch war, ein düsteres Loch, mit Wasser vollgelaufen. Das heißt, die beiden Apostel hätten hier ihre Wärter getauft. Auf jeden Fall gab es hier nur einen Zugang von diesem Gefängnis zu Cloaca Maxima, der großen Abwasseranlage Roms, in die normalerweise die Leichen geworfen wurden, die Leichen der Gehängten, die hier umgebracht wurden. Für Paulus und Petrus war allerdings ein anderes Schicksal vorgesehen. Sie verschwanden nicht im Tiber, sondern sie wurden von hier aus zu Grundsteinen des neuen und christlichen Rom, zu den beiden Säulen, zu den Apostelfürsten, die die ganze christliche Kultur hier in Rom begründet haben. Sie waren hier in dem Ort, heißt es, 9 Monate gefangen. Auf jeden Fall war es eine runde Schwangerschaft vor ihrem Eintritt ins ewige Leben, in einem Abgrund der Erde. Von dem Rom, was wir kennen, hat der Apostel Paulus fast nichts gesehen. Er hat das Kolosseum nicht gesehen. Aber er hat zu seiner Zeit schon diese Pyramide gesehen, die hier seit dem Jahr 43 steht, als Grabmal eines gewissen Publius Cestius. Aber Paulus hat wohl auch diese alten Tuff-Fundamente dieses sehr alten Tores gesehen. Es ist die alte Porta Ostiense, weil hier die Straße zum Seehafen Ostia führte. Sie führt aber auch da vorne zur Via Laurentina, an der sich die Basilika Tre Fontane befindet, wo Paulus im Jahr 67 oder 68 geköpft worden ist. Darum heißt dieses Tor auch schon seit dem 5. Jahrhundert Porta di San Paolo, weil es zum Ort seiner Hinrichtung führte, aber auch zu seinem Grab, was wir hier etwa einige Kilometer weiter draußen an der Via Ostiense finden. Hier an der Hausnummer 106 der Via Ostiense stand bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts eine kleine Kirche, die an den Ort erinnert hat, wo Petrus und Paulus voneinander Abschied genommen haben, vor ihren je eigenen Weg in die verschiedenen Märtyrien. Petrus zum Kreuz und Paulus zur Enthauptung. Bis diese Straße erweitert wurde, hat diese kleine Kirche darum an den Ort der Separation erinnert. Irgendwo haben sich die beiden ja auf jeden Fall voneinander verabschiedet und zum letzten Mal in die Arme genommen. Und daran erinnert bis heute nur noch diese kleine Tafel da oben. Nach den mamertinischen Kerkern sind wir nun zu dem Ort zurückgekommen, wo wir diese Erzählung
begonnen haben, auf den letzten Metern des Apostels Paulus in Rom, auf den letzten Metern des Apostels Paulus auf dieser Erde. Es war damals allerdings keine Basilika, es war ein Ort in der Wildnis, aber vor allen Dingen war es eine Art Golgotha vor den Mauern Roms. Es war die Hinrichtungsstätte, auf der Paulus sein Leben verloren hat. Hier sind wir an dem Ort des Martyriums angekommen, überbaut mit einer dieser schönen Kirche, die jetzt auch schon 500 Jahre alt ist. Die Ursprünge dieser Kirche sehen wir allerdings hier in einer Mosaik aus dem 6. Jahrhundert. Die Tradition geht sehr, sehr früh zurück. Drei Quellen sind im Jahr 1950 überbaut worden mit drei kleinen Seitenaltären, die in Abstufung hier durch die Kirche gehen. In der Ecke sehen wir die Säule, auf der nach der Tradition der Kopf des heiligen Apostels Paulus abgeschlagen worden ist. Der authentischste Teil dieses Ortes haben wir draußen gesehen. Ein Stück der alten römischen Straße, über die Paulus seine letzten Meter auf dieser Erde gegangen ist. Was wir dann in diesem Ort alles nicht sehen können, ist hier in dieser kleinen Seitenkapelle festgehalten in einem fast kindlichen Bild am Ende des 19. Jahrhunderts, wo der Maler alles aufgegriffen hat, was wir jetzt noch haben. Die Zeder, die draußen steht, die damals hier schon gestanden haben soll. Er malt den Stein nach, den wir hier sehen, auf dem der Kopf des heiligen Paulus abgeschlagen worden ist. Er malt die drei Frauen nach, die Paulus danach begraben haben. Er malt den Hauptmann, er malt das ferne Rom. Und er malt die drei Quellen, von denen es heißt, die wären dem Erde entsprungen, als der Kopf des Paulus auf den Boden fiel. Einmal, zweimal, dreimal, dann wären drei Quellen aus dem Boden entsprungen. Was die Quellen natürlich auch noch verdeutlichen, was die Quellen festhalten, dass Paulus selbst mit seinem Leben und seinem Blut zu einer einzigen Quelle geworden ist. Paulus hat das Christentum, die Kirche, befruchtet wie kein anderer, nach Jesus Christus, den er zuerst verfolgt hat wie kein anderer. Danach hat der Maler hier noch eins ins Bild gesetzt. Das ist oben nicht die Auffahrt in den Himmel, sondern wie er im Himmel ankam. Dass er nicht alleine da ankam, sondern dass er da der Dreifaltigkeit vorgestellt wurde durch den heiligen Stephanus, bei dessen Steinigung Paulus Zeuge war, der seinen Mördern vergeben hat in seinem letzten Atemzug. Er präsentiert Paulus jetzt der heiligen Dreifaltigkeit. Am Rande sehen wir noch drei Frauengestalten als Allegorien für den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Und wo es dem Maler noch bewusst war, dass Paulus sagte, dass die Liebe von all diesen Tugenden die allergrößte ist, die alles andere überdauern wird. Es ist ein Ort des Übergangs, weil der Tod war nicht das Ende. Und noch hier in Rom war es nicht die letzte Station. Weil die letzte Station ist da, wo Paulus verehrt wurde, von damals bis auf den heutigen Tag. Das war in seinem Grab. Das letzte Ziel des Lebens vom heiligen Paulus haben wir in der Basilica Trefontane in dem Fresko an der Decke gesehen, wo wir sahen, dass er am Ende der heiligen Dreifaltigkeit von dem Diakon Stephanus vorgestellt wurde. Sein irdischer Rest hingegen befindet sich hier. Eine gewisse Lucina, die wir auch schon in dem Fresko gesehen haben, hatte ihm damals ihr eigenes Grab geschenkt. Das war hier in der Via Ostiense, wo wir heute noch unter dem Fundament dieser Basilika ein großes Gräberfeld finden mit 5000 Gräbern. Gleich nach der Christenverfolgung, ab dem Jahr 313, ließ der Kaiser Konstantin hier eine kleine Gedächtniskirche bauen, die dann 80 Jahre später zu dieser großen, großen Basilika ausgebaut wurde. Der Kopf des heiligen Apostels Paulus befindet sich mit dem Kopf des heiligen Apostels Petrus über dem Hauptaltar der päpstlichen Lateranbasilika. Seine Gebeine aber ruhen hier. Seit dem Jahr
394 ruhen sie hier zudem in einem Sarkophag, der seitdem nie mehr verändert worden ist. Seit damals ist dieser Sarkophag auch verschlossen. Seit damals gibt es über diesem Sarkophag einen Altar und seit damals wurde über diesem Sarkophag jeden Tag das Messopfer Christi gefeiert. Danach wurde St. Paul wegen dieser Besonderheit des Altares zum Vorbild für alle Altäre der katholischen Christenheit, wo seitdem überall Reliquien eingemauert sein müssen. Der Sarkophag ist ein rosafarbener Monolith, der in den letzten 12 Jahren hier wieder freigelegt worden ist. Papst Benedikt XVI. Ließ hier Untersuchungen durchführen mit einer Sonde, die in den Sarkophag hineingeführt wurde und wo festgestellt wurde, dass sich da drinnen neben den Gebeinen auch Purpurfäden befinden, Goldfäden. Also es war auf jeden Fall eine sehr prominente Person, die von Anfang an hier bestattet wurde. Das galt vielen als eine Sensation. Den Römern aber, die schon seit Jahrhunderten zu diesem Grab gepilgert sind, war es natürlich selbstverständlich, dass Paulus immer begraben lag. Für sie und für Pilger aus der ganzen Welt, für die diese Basilika, die eine der größten und schönsten Roms ist, für all diese Pilger galt das Grab des heiligen Apostels Paulus als ein Grundstein der Kirche. Vor dem Grab hängen einige Teile der Ketten aus dem Mamertinerkerker, wo er angekettet war. Und dennoch, all diese Reste, die so viele Menschen ihn anziehen, sind natürlich nicht das Wichtigste. Was Paulus geschaffen hat, er hat in einer ungehörten Revolution das exklusive Judentum mit dem universalen Heidentum verschmolzen zu der Kirche, wie wir sie heute haben. Er ist darum bis heute das Vorbild für alle Konversionen, das Vorbild für jede Versöhnung. Und wichtiger als all seine Reste, auch wichtiger als diese schöne Reliquie, die ich hier schon gezeigt habe, sind deshalb natürlich seine Briefe, aus denen ich einen kleinen Teil jetzt vorlesen möchte. Im ersten Brief des heiligen Apostels Paulus an die Korinther lesen wir Folgendes. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, einen Glauben, der Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht an. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Vom heiligen Apostel Paulus wissen wir deshalb, dass wir zur Liebe eigentlich unfähig sind. Dass wir diese Liebe noch nie hatten, von der er da sprach. Vom heiligen Apostel Paulus wissen wir deshalb, dass unsere einzige Hoffnung in Gott liegt, weil nur Gott allein die Liebe ist. Thank you.